Lukas hat keinen Führerschein. Deswegen ist Lukas oft ziemlich traurig, weil er mit den Mädels nicht mit dem Cabriolet durch die City cruisen kann. Nee, aber jetzt mal ehrlich, Lukas. Du bist 26 Jahre alt und hast noch keinen Führerschein? Das ist leider wahr. Ich bin immer wieder vor mir hergeschoben und keinen Führerschein. Dann darfst du jetzt im Auftrag von So geht das das Ganze endlich mal nachholen. Und dafür bekommst du eine Kamera von mir, um alles für uns festzuhalten. Das heißt, wenn ihr gerade dabei seid, euren Führerschein zu machen oder bald euren Führerschein machen werdet, dann kann Lukas euch schon mal zeigen, wie es ist, die erste Fahrstunde zu haben, das erste Mal zum Erste-Hilfe-Kurs zu gehen und. Deswegen, Lukas, würde ich sagen, keine Zeit verschwenden. Ich gehe sofort los, nehme euch überall mit hin und erzähle euch, wie ich mich dabei so gefühlt habe. Geil. So, ich stehe jetzt hier vor der Fahrschule Rettig. Die ist nämlich direkt bei uns eine Straße weiter und ich habe mir gedacht, das ist die nächste, also gehen wir mal dahin. Und ich werde mich jetzt einfach mal anmelden für den Führerschein und mal gucken, wie das so wird. Jo, so, ich habe jetzt hier meine Unterlagen. Ich habe mich gerade erfolgreich angemeldet. Das war ein sehr positives Gespräch auf jeden Fall. Eine kleine Hürde gibt es leider noch. Also ich dachte, ich kann jetzt hier sofort anfangen. So geht das leider nicht, weil man muss erst einen Antrag ans Straßenverkehrsamt stellen. Und da der ein bisschen dauert, dauert auch der Führerschein dann doch länger als 2 Wochen. Weil diese 2 Wochen starten erst, wenn der Antrag zurück ist. Was aber auch sehr cool ist, ich habe hier dieses Lehrmaterial von denen bekommen. Das hat die Fahrschule zusammen mit dem TÜV entwickelt. Da gibt es eine Geld-Zurück-Garantie sogar drauf, wenn man damit nicht die Prüfung besteht, weil das sehr gutes Material sein soll, unter sehr guten Realbedingungen. Es ist eine App und ein Buch. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Das Coole ist halt, man kann von unterwegs aus lernen. Man muss das nicht irgendwie mit Papier und man hat die Bögen vergessen oder so. Das finde ich total klasse. Ja, es beginnt. Ich mache meinen Führerschein. Ich bin aufgeregt. So, wie ich eben erzählt hatte, gibt es diese super coole App, wo man quasi von überall aus lernen kann. Zum Beispiel, ich sitze jetzt hier gerade und habe so mein Mittagessen vor mir und kann dann nebenbei einfach die ganze Zeit diese Bögen abarbeiten. Erste-Hilfe-Kurs steht heute an. Es ist relativ früh morgens. Ich bin noch ein bisschen müde, aber ist egal. Ich habe nämlich zum Glück quasi sofort einen Spot bekommen. 9 bis 16.30 geht das. Und was ganz cool ist, man braucht ja biometrische Passfotos und einen Sehtest für den Führerschein. Und das ist eine Stelle, wo man alles zusammen machen kann. Und da gehe ich jetzt hin. So, ich habe es geschafft. Hier sind meine Passfotos, meine Bescheinigung und mein Sehtest. Damit habe ich jetzt quasi alle Sachen zusammen. Und muss nur noch morgen früh zur Führerscheinstelle gehen und kann damit meinen Führerschein beantragen. Ich habe jetzt gerade hier beim Bezirksamt oder beim Kundencenter ist das, habe ich jetzt gerade meinen Führerschein beantragt, habe irgendwie so 45 Euro bezahlt, habe Sehtestbescheinigung, Erste-Hilfe-Bescheinigung und Vertrag von der Fahrschule abgegeben. Das braucht man alles und muss dann halt das Geld bezahlen. Biometrisches Passfoto, da muss man aufpassen. Ich hatte eins gemacht, das war nicht biometrisch genug. Ich musste hier dann nochmal für 7 Euro im Automaten noch eins machen. Aber jetzt ist das durch und ich habe sogar einen Eilantrag. Also 3 Wochen dauert das jetzt. Und danach kann ich mich zur Prüfung anmelden. Das heißt, in den 3 Wochen kann ich jetzt quasi alles machen, Theorie und Fahrstunden. Und danach dann halt quasi direkt die Prüfung. Voll super. Na, wie läuft der Führerschein? Ich lerne gerade. Ah, cool, mit der App dann. Ja, ja, genau. Weil ich habe hier morgen meine theoretische Prüfung. Und wollte mich jetzt noch mal ein bisschen vorbereiten, weil, also ich bin schon so viel aufgeregt. Vielleicht so viel. Aber hast du denn ein gutes Gefühl? Also bist du gut vorbereitet oder glaubst du, das wird jetzt eher? Ja, total. Das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier noch mal gelernt. Ich habe in den Theoriestunden immer voll gut mitgemacht, damit das alles so ein bisschen eingängiger wird. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann. Immer schön mitmachen und nicht da nur sitzen und sich berieseln lassen. Auf jeden Fall. Und deswegen, ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Eigentlich weiß ich, dass ich gut vorbereitet bin, aber aufgeregt bin ich trotzdem halt. Ja, verstehe ich. Ich war auch damals aufgeregt. Wobei ich weiß noch, vor der praktischen viel mehr als vor der theoretischen. Aber ich habe die direkt gepackt mit so 7, 8, 9, keine Ahnung, irgendwas Fehlerpunkten. Aber war gut. Also kriegst du hin. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe. Sehr gut. Ja, ich stehe jetzt hier vorm TÜV-Gebäude und ich muss sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Prüfungsangst. Ich bin so krass aufgeregt. Mir ist gerade schlecht geworden in der Bahn. Mir ist heiß, aber es ist auch heute ein bisschen schwierig, weiß ich genau. Ich habe mir jetzt erstmal was zu trinken gekauft mit Zucker für den Kreislauf. Ich bin eigentlich super vorbereitet und weiß auch gar nicht, wo das jetzt herkommt. Ich habe das normalerweise nie. Aber ich muss sagen, das ist gerade echt nicht so angenehm. Aber mehr als jetzt mein Bestes geben, kann ich eh nicht tun. Und deswegen gehe ich jetzt einfach rein, gebe mein Bestes und hoffe, dass ich bestehe. So, ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann, aber ich habe tatsächlich bestanden. Ich bin super erleichtert. Tatsächlich mit 10 Fehlerpunkten. 12 hätte ich haben dürfen, das heißt quasi eine Punktlandung. Aber egal, bestanden ist bestanden und deswegen kann es jetzt weitergehen. In circa einer Woche ungefähr ist dann jetzt ja auch schon meine Fahrprüfung. Ich bin super erleichtert und fahre jetzt einfach nach Hause und bin happy. So, ich sitze jetzt im Auto. Die erste Fahrstunde geht los, aber ich glaube, bevor wir losfahren, muss ich noch mal ein bisschen was... Bevor wir loslegen. Ja, kurz. Das ist mein Fahrlehrer, das ist der Ingo. Schönen guten Tag, mein Name ist Ingo, Fahrlehrer von der Fahrschule Rettig. Ja. Und wir
drehen heute unsere erste Runde. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt doch. Ich dachte eigentlich so, ich bin nicht so aufgeregt, aber jetzt langsam kommt das doch. Jetzt am Anfang kann ich nur ein bisschen mit euch reden, aber später muss ich mich natürlich auf den Verkehr konzentrieren und werde nicht mehr mit euch reden. Fangen wir an, was du gleich nicht mehr siehst. Unten die drei Pedale. Ja. Weißt du schon, in welcher Reihenfolge was wo ist, was du wo findest? Ja, links Kupplung, Mitte Bremse, rechts Gas und daneben ist ein sehr schönes eine Abstellfläche für den linken Fuß, weil man darf ja, also ganz wichtig, man darf ja nie mit dem linken Fuß bremsen. Richtig, das hast du so gerade gemacht. Hast du mir gezeigt, ja, wo welches Pedal ist. Genau deswegen. Und deswegen frage ich immer, weil viele Fahrschüler versuchen in der ersten oder am Anfang so, oder probieren das irgendwann aus, dass sie mal mit links bremsen. Das merkst du, da machst du so einen Kopfnicker nach vorne. Deswegen den linken Fuß nur zum Kuppeln benutzen, weil die Kupplung trittst du bis zum Ende, bis ganz unten, bis zum Bodenblech. Im Prinzip trittst du die durch. Und mit dem rechten Fuß entweder beschleunigen wir, rechts Gas geben oder in der Mitte halt bremsen. Ne? Ich würde vorschlagen, ich fahre am Anfang erstmal, ich schalte auch erstmal. Du lenkst erstmal nur, dass wir uns jetzt hier nicht komplett ins Verkehrschaos um die Kölner City drumherum. Also ich muss wirklich nur lenken, also du bremst auch und alles. Ich muss nur. Ich gebe dir dann nachher die Kommandos, was du machen sollst. Wir werden da vielleicht ein bisschen locker anfangen mit Gas geben oder so. Wir suchen uns gleich irgendwo mal eine ruhige Ecke, dass wir einfach ein bisschen das Anfahren gleich mal üben können, wo nicht so viel, also in Köln halt, wo nicht so viel Verkehr ist. Wir suchen uns mal irgendwie ein Industriegebiet. Ich habe da schon so eine kleine Ahnung, wo wir gleich hinfahren. Okay, alles klar. Und dann haben wir da Platz. Ich erkläre dir mal kurz, wie du anfährst. Okay. Okay, du hast ja da unten, wie gesagt, drei Pedale, ne? Ja. Yeah. Dann darfst du mit dem linken Fuß die Kupplung mal ganz durchtreten. Hast du gemerkt, der springt sofort wieder an, ne? Ja. Halt mal mit dem rechten Fuß die Bremse. Okay. Merkst du, rollt der Wagen nicht mehr, ne? Ja. Okay, kannst die Bremse kannst du noch halten, sonst hier gehst du ganz, ganz leicht bergauf, sonst rollen wir ein Stück zurück. Okay. Dann darfst du mal den ersten Gang einlegen. Pass auf, wichtig, wenn du anfährst, lass die Kupplung nicht in einem Rutsch ganz schnell los. Mhm. Der Pedalweg, der ist so 4-5 cm lang. Auf den ersten 2-3 cm, da ist nichts. Mhm. Luft, keine Ahnung, merkst du, dass die Kupplung langsam packt. Dann kommen die irgendwann zusammen, die Scheiben, die Kupplung packt. Und das Fahrzeug, das fängt so ganz, ganz leicht an zu ruckeln. Und das ist der Moment, wo das Fahrzeug anfährt. In dem Moment darfst du die Kupplung nicht loslassen. Versuch die mal zu halten. An dem Punkt dann. Probier mal. Lass mal die Bremse los. Lass mal ganz langsam die Kupplung in deine Richtung kommen. Ja, genau. Genau an dem Punkt muss sie halten. Ja. Perfekt. Ja. Okay. Ja? Okay. Okay, und nochmal stoppen. Nochmal Kupplung, nochmal Bremse. Okay, und nochmal los. Siehst du? Wenn man so ein bisschen Stress macht, wenn man so ein bisschen weil ich. Zack, geht er aus. Ja, okay. Und die Kupplung tritt. Ja, ja. Ja, jetzt ist er. Springt er wieder an. Ja, okay. Jetzt habe ich ihn doch abgewürgt. Umso eher du bremst, ne? Umso länger brauchst du, bis du an der roten Ampel bist, erster Gang, umso höher ist die Chance, dass die Ampel, wie jetzt gerade auch auf grün umspringt, muss man auch schalten, das ist kein Problem, lass dir Zeit, ganz cool, ganz easy. Ja, nee, läuft doch ganz gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, also hast doch schon einiges mitgenommen, echt, vom Übungsplatz. Was ich auch immer frage, macht das Spaß? Hier? Ja. Ja, gut, wenn es Spaß macht. Irgendwas, irgendeine Sache oder dir Spaß macht, so wie jetzt, also jetzt gerade Autofahren natürlich, ne? Dann lernst du auch viel schneller, als wenn du da rangehst mit einer Einstellung so, ach, ich mach das, weil ich es muss oder irgendwer gesagt hat, ich soll jetzt einen Führerschein machen. Ja. Die brauchen natürlich weitaus länger oder es ist schwieriger auch für diejenigen, die ausbilden, dann demjenigen das beizubringen. Und wenn der Fahrschüler sagt so, boah, richtig cool, ich hab Bock, das macht Spaß, ich freue mich auf die nächste Fahrstunde, wann geht's weiter? Da geht der Lernprozess viel, viel schneller vorwärts. Ja. Ja, klar. So, Leute, das war jetzt meine erste Fahrstunde. Ich hoffe, ihr könnt da vielleicht auch für eure erste Fahrstunde was draus mitnehmen. Das ist ja quasi auch so ein bisschen unser ganzes Ziel von dieser Videoreihe. Und dann sehen wir uns quasi zur nächsten Sonderfahrt. Also jetzt dazwischen die Fahrten werden wir nicht filmen, weil das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen dasselbe quasi. Und dann so die Sonderfahrten, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Autobahn, Überland, Nacht. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade sehr erleichtert. Ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das weiter so bleibt und dass ich somit dann schnell meinen Führerschein habe. Hallo! Oh, hi Lukas! Geht's dir gut? Ja, weißt du, wo ich gerade herkomme? Prüfung! Yes! Yes! Ja! Herzlichen Glückwunsch! Wie viele Fehlerpunkte hast du gemacht? Ein paar. Wie viele sind ein paar? 10. Wie viel darf man denn machen? 12. Oh, okay.
Also quasi eine Punktlandung, aber bestanden ist bestanden. Ihr bestanden ist bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dann musst du jetzt nur noch die praktische bestehen. Ja, hoffentlich wird das genauso gut. Geil. Und das gibt's dann im nächsten Video? Ganz genau. Das ist nämlich jetzt Ende Teil 1 hier. Und im nächsten Video seht ihr dann meine weiteren Fahrstunden mit Parken und all dem Drum und Dran. Und die praktische Prüfung. Und die bestehe ich dann hoffentlich genauso wie die theoretische. Dann bis zum nächsten Mal.